Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid bei dieser Video. Es handelt sich hierbei um eine Werbung, da ich das wunderbare Stück Hardware geschenkt bekommen habe. Deswegen muss man das natürlich sagen. Nichtsdestotrotz schmälert es aber nicht minder, dass ich unfassbar happy bin. Warum? Weil ich auf diese Grafikkarte schon geier, so lange wie sie announced wurde und ich einfach wirklich ein bisschen geil drauf war, kann ich ganz ehrlich sagen. Was will ich mit euch jetzt hier heute in dem Video machen? Ganz einfach ein Unboxing. Jetzt denkt ihr euch schon, oh, ein Karamba, ein Unboxing, das ist doch nichts Besonderes und das haben wir schon x-fach gesehen. Ich aber nicht. Ich habe diese Grafikkarte, ich habe jetzt hier das hier aufgemacht und ich habe diese Plastikpackung weggetan, aber sonst habe ich davon noch nichts gesehen. Ich habe es mir selber noch nicht wirklich großartig angeschaut und dementsprechend ist es für mich auf jeden Fall was Besonderes. Wenn es den einen oder anderen gibt, den es nicht interessiert, ihr könnt es jetzt ausschalten. Für alle anderen, die Bock drauf haben, packe ich die jetzt aus. Ich werde die sogar live im Stream einbauen und natürlich auch live im Stream auch immer wieder testen. Vielleicht auch das ein oder andere Video mal davon rausbringen, wie so das jetzt aussieht mit dem Thema RTX, also dem Raytracing-Thema, so muss man es ganz richtig sagen. Zum Beispiel bei Battlefield, dass ich einfach mal in Battlefield 5 Gameplay mal wieder zeige mit Raytracing aktiv, RTX on. Darauf habe ich selber ein bisschen hart Bock, deswegen kann sein, dass ihr auch mal wieder ein wenig Gameplay zu bekommen seht. Aber jetzt wollen wir uns mal der Grafikkarte widmen. So, also, die Packung selber ist erstmal, ich würde nicht sagen unscheinbar, aber dezent. Also man bekommt oben, steht drauf, was drin ist, unten Thema Garantieinformationen und sowas. Und ich glaube, eine Seriennummer wahrscheinlich ist nicht so spannend. Keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht. Da. Keine Ahnung. Und dann, wenn man sie aufmacht, dann kommt sie schon zum Vorschein. Was ich persönlich sehr geil finde, kann ich darauf eingehen. Ich selber nutze ja aktuell eine Titan X Pascal. Das ist im Prinzip die Vorgänger-Grafikkarte, die 1080 Ti, hat die gleiche Platine wie die Titan X Pascal. Und die Titan X Pascal, die gab es natürlich nur von Nvidia, die gab es nicht irgendwie von einem Hardware-Partner oder sonstiges, sondern nur von Nvidia und damit gab es nur das Referenzdesign. Warum ich das so detailliert beschreibe, das Referenzdesign der Titan X Pascal war ehrlich nicht gut. Problematisch war einfach die Kühlung, sie wurde unfassbar laut und hat schlecht gekühlt. Das ist einfach also wegen der Kühlung, die nichts gebracht hat. Deswegen habe ich die damals ja auch auf Wasserkühlung umgebaut. Was bei dieser hier nicht der Fall sein wird. Denn ihr seht, wir haben hier, ich hole sie mal ein bisschen für euch raus, zwei Axiallüfter. Und durch diese Bauweise und diesen Aluminiumblock, der wirklich sehr schön aussieht, da hinten steht es nochmal drauf, wunderbar. Vorne natürlich die Anschlüsse und wir haben zwei 8-polige Stromversorgungen und bei dieser Bauweise ist eben der Vorteil, ich habe mich dann ein bisschen dazu belesen, sie kühlt endlich richtig gut, sogar einige Hardware-Partner kommen nicht auf die Leistung wie die und sie ist auch noch ruhig dabei. Das alles war bei der Pascal nicht der Fall. Die Pascal ist teilweise auf über 4 Sohne gekommen, was wirklich laut ist. Und einfach mit 0,0 Kühlleistung effektiv. Das war wirklich traurig. An der Stelle haben sie jetzt gut nachgebessert. Was ich so gelesen habe, bisher konnte ich es noch nicht ausprobieren. Denn diese Grafikkarte ist dahingehend wirklich, wirklich geil. Also da freue ich mich stärkst darauf, die einbauen zu dürfen. Was haben wir da noch? Dann denkt man so, okay, ist nichts mehr. Aber da gibt es ja so eine kleine Lasche. Aha. Dann kommt hier noch ein Adapterkabel für den Monitor und natürlich ein kleines Startbüchlein. Fast wie ein Daumenkino früher. Natürlich in jeglichen Sprachen, die es so auf dieser Welt gibt, um einfach so eine kleine Hilfestellung zu geben, was dann da am Start ist. Und ich glaube, das war es auch schon. Weil mehr mittlerweile ist es gar nicht mehr. Ansonsten, so schaut das Ganze aus, für alle, die es interessiert.
Das ist wirklich minimalistisch von dem her. Gibt auch für alle jetzt neuen Käufer, vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant, ist nicht unbedingt vielleicht für eine 2080 Ti, sondern aber auch für eine 2070 und 1060 gibt es jetzt nämlich einen Hardware-Wandel. Wenn ihr das aktuell abschließt, vielleicht für den einen oder anderen Interessierten, so wie mich in dem Fall, was Battlefield angeht. Es gibt nämlich einen Battlefield-Key oder einen Anthem-Key. Also für alle, die auf Anthem warten, gibt es einen Key und damit wird halt einfach so eine Grafikkarte, wenn man sich das Spiel sowieso gekauft hätte, um 40, 50, 60 Euro günstiger. Also wenn ihr da interessiert seid, achtet darauf, dass ihr den Key auch bekommt. Wie gesagt, Battlefield 5 oder Anthem könnt ihr bekommen. Ansonsten, mehr ist nicht drin. Das ist so gesehen alles. Ich packe sie mal wieder vorsichtig rein, solange sie noch nicht irgendwie schön da verbaut ist, wo sie hingehört. Ansonsten, wie gesagt, auf Twitch seht ihr den Einbau. Falls ihr das Video danach seht, auf Twitch gibt es aber auch Videos, die man im Nachhinein abspielen kann. Also das ist nicht schlimm oder da passiert nichts. Ich sage vielen Dank an Nvidia für dieses Geschenk. Kann ich nicht anders sagen. Ich bin wirklich, 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 wirklich happy. Ich weiß, dass den einen oder anderen gibt, der da draußen neidisch auf mich sein wird. Mein Gott, Neid ist okay. Solange es keine Missgunst ist, kann ich damit gut leben. Damit bedanke ich mich. Es wird auch bald wieder ein bisschen mehr Gameplay auf YouTube geben. Das kann ich euch schon versprechen, weil ich will den Kanal wieder so ein bisschen mehr beleben, als es zuletzt der Fall war. Wobei, ich sage euch ganz ehrlich, mein Herz bleibt bei Twitch. Aber YouTube muss man auch wie so eine kleine Stiefmutter zumindest mal wieder behandeln und nicht wie so ein Familienmitglied, was man schon Jahre nicht mehr gesehen hat. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten bis zum nächsten Video und dann bestimmt wieder mit Gameplay.